Willkommen zur ersten Ausgabe von Grenzwellen. Einigen vielleicht noch bekannt aus dem Funk, jetzt regelmäßig im Fernsehen, hier auf Arte mit einem etwas erweiterten Konzept. Auch hier erwartet euch das Neueste aus der Elektro- und Gothic-Szene, Videos, Hintergrundberichte und natürlich ausführliche Interviews mit den Machern und den Bands dieses Genres. Mein Name ist Ecki Stieg und das ist Sabine Bulltaub. Oui, c'est moi. Salut. Schwerpunkt dieser Sendung ist das Zillow-Festival, von dem wir euch für diese Ausgabe Live-Mitschnitte und Interviews von Das Ich, Lacrimosa oder auch Wolfsheim mitgebracht haben. Außerdem haben wir den früheren Kraftwerk-Musiker Karl Bartos zu Gast, der mit seinem neuen Projekt Electric Music für ihn recht ungewöhnliche neue Wege geht. Und es gibt Videos von Rammstein, von Deine Lakaien und von Wolfsheim. Alors, salut tout le monde et soyez les bienvenus à Grenzwellen, une nouvelle émission sur la 7 Arte. On va vous renseigner d'ici là sur tout ce qu'il y a de nouveau dans le secteur de la musique électronique. Quelles tendances y a-t-il dans le monde techno? Présentation de groupes, de vidéos, d'interviews, enfin bref, quoi de neuf dans la scène dite alternative? Cette émission-ci mettra l'accent sur un festival qui a eu lieu à Hildesheim, près d'Hanovre, en août 98. Ça s'appelle le Zillow et vous allez donc voir un reportage là-dessus. Et notre invité spécial d'aujourd'hui, c'est Karl Bartos, un des quatre musiciens de Kraftwerk, qui, dans les années 70, ont révolutionné la musique pop avec leur son plutôt industriel, technique, électrique, froid un peu. Et il va nous présenter son nouveau projet qui s'appelle Electric Music. Und all denjenigen, denen diese Namen nun überhaupt nichts sagen, für die haben wir das erste Video ausgewählt. Es kommt von der Band, die das Genre der neuen elektronischen Musik, der sogenannten Electronic Body Music, mitbegründet hat oder gar erfunden hat. Eine Band aus Belgien, nämlich Front 242. Et maintenant, un vidéo du groupe qui est à l'origine de la nouvelle tendance de musique dans les années 80, nommé Electric Body Music. Voici un groupe belge qui s'appelle Front 242 avec Headhunter. Tja, ein richtiger Klassiker zu Beginn, Front 242 und Headhunter. Und gedreht hat dieses Video übrigens Anton Corbijn. Das ist der Mann, der auch die meisten Videos von Depeche Mode gedreht hat und diese Band auch oft fotografiert hat auf ihren Covern. Bereits seit 6 Jahren ist das Zillow-Festival die größte und populärste Pflichtveranstaltung für alle Fans des Elektro- und Gothic-Genre, die auch immer mehr interessierte Besucher außerhalb der Szene anzieht. Wie schon in den letzten 3 Jahren fand das Zillow-Festival auch diesmal in Hildesheim statt. Mit über 20.000 Zuschauern und 40 Bands auf 2 Bühnen war es diesmal das bislang größte Festival. Mit Headlinern wie Rammstein und The Cure auch mit Sicherheit das attraktivste Festival, das abseits des Geschehens auf den Bühnen wie immer auch zu einem großen Familientreffen wurde. Wir haben mit einem der Verantwortlichen des Zillow-Festivals gesprochen. Joe, das Zillow-Festival hat ja auch eine große Tradition. Wann war das erste eigentlich? Weißt du das? Das erste Festival war vor 6 Jahren. Wir sind jetzt im 6. Jahr. Zu Anfang war das in Domersheim. 1993 ging es los. Damals war ich selber noch nicht dabei. Nach dem, was ich gehört habe, war das damals noch so eine kleine Runde eher, so Familientreffen, so Zillow-Familie, so hat Easy das ja auch damals immer genannt, der Vorbesitzer des Zillow. Es fing, glaube ich, mit 5.000 Zuschauern an. Mittlerweile haben wir uns gesteigert. Ich glaube, diesmal sind es 25.000 hier. Ich glaube auch, also wenn es irgendwie eine definitive Veranstaltung gibt in diesem Bereich, in diesem Genre, Gothic und Elektro-Genre, ist es mit Sicherheit das Zillow-Festival. Wer sucht eigentlich die Bands aus oder welche Kriterien sucht ihr die Bands aus, die hier auftreten? Na, wir versuchen erstmal so breit wie möglich zu sein in unserem Angebot. Also das wiederzuspiegeln, was auch in unserem Magazin drin ist. Wir bieten ja nicht nur Themen an aus dem Gruft-Bereich, aus dem Darkwave-Bereich. Wir haben immer auch schon Alternative-Rock mit drin gehabt. Und so wird das dann hier auch wieder gespiegelt. Also wir haben zum Beispiel mit Psychman auch Bands aus Psychman oder mit Psychman halt eine Band aus dem Alternative-Rock-Bereich. Wir haben mit Subway to Sally Folk-Rock dabei.
Und ausgesucht wird das eigentlich so, dass wir versuchen, mit Scorpio das abzusprechen. Die hören sich um als Konzertagentur, was könnte angesagt sein. Die fragen uns natürlich auch als Fachleute in diesem Bereich, was wir meinen, was wichtig wäre an Bands. So tauscht man sich dann aus, macht eine Liste und danach werden die Bands dann ausgesucht. Trotz der Tatsache, dass die Bandbreite größer geworden ist in den letzten Jahren und auch die Publikumszahl sich doch erheblich erweitert hat, denke ich mal, dass das Zillow Festival trotzdem noch immer den Charakter eines Familientreffens hat. Wie erklärst du dir das? Ich meine, es gelingt ja nicht oft, dass wenn ein Ding, ein Festival so groß gerät, also solche Dimensionen besitzt, dass dann dieser familiäre und einzigartige Charakter noch bestehen bleibt. Ja, da ist natürlich erstmal die Frage, ob das wirklich so bleiben wird, weil wir haben diesmal hier wirklich den Rahmen gesprengt. Wir hatten die letzten Jahre 11.000, 12.000 Zuschauer, sind diesmal bei, wie gesagt, 25.000. Von daher weiß ich nicht, ob es wirklich so bleiben wird, dass das so ein familiäres Ding immer noch ist. Ich denke nach wie vor, dass viele Leute zum Zillow Festival nicht nur wegen der Bands kommen, sondern einfach, weil sie Gleichgesinnte treffen wollen. Das ist das Interessante dabei. Trotz der großen Zahl der Zuschauer ist es noch immer ein extrem buntes Völkchen. Es gibt also sehr charismatische, sehr bunte Gestalten. Und ich denke, es sind einfach vielleicht mehr Leute geworden, die diese Musik hören mittlerweile. Ja, das denke ich auch, dass mehr Leute das hören. Und es ist ja auch so, dass die Major Companies mittlerweile immer größtes Interesse auch an dieser Musikrichtung zeigen. Project Pitchfork ist wieder ein Beispiel. Da ist eine Band gesigned worden, die also ganz tief aus diesem Bereich kommt. Lacrimosa ist ein anderes Beispiel. Würde ich dir zustimmen. C'était Joe Asmodo, un des organisateurs du festival Zillow, qui cette année a attiré plus de 20 000 spectateurs. C'est peut-être aussi dû au fait que des groupes très populaires en ce moment, comme The Cure et Rammstein, ont été intégrés au programme. Et au total, 40 groupes ont joué sur l'estrade. Et malgré l'immense foule qu'il y a eu, ce festival n'a pas perdu son caractère familial, espérant ça aussi pour l'avenir. Et le prochain vidéo, il est de Rammstein. C'est un phénomène en Allemagne. Ils ont vendu près d'un million de disques. Et leur musique est un mélange entre Daf, Oomp et Laibach. Et malheureusement, on leur a fait le reproche d'être des nazis, tout simplement parce qu'ils roulent le R. Comme ça, c'est un peu martial, leur apparence sur scène. Ils ont vraiment le look dur, avec plein d'effets spéciaux pyrotechniques, mais en total c'est plutôt comique que grave ou sérieux. Mais allez-vous convaincre aussi vous-même de ce fait tout à l'heure? Das diesjährige Zillow Festival wäre ohne die Attraktionen The Cure und Rammstein weit weniger attraktiv gewesen als in den Jahren zuvor. Vor allen Dingen Rammstein haben es auf sehr clevere Art und Weise geschafft, Elemente bereits existierender Electro-Acts, wie zum Beispiel von Duff, von Oomp und auch von Laibach geschickt, neu zu vermischen. Und mit dieser Mixtur sehr verschiedene Typen, unter anderem den Metal Freak, den Grufti, aber auch den Wolfgang Petri-Fan gleichermaßen anzusprechen. Leider hat die Band für einige kontroverse Diskussionen gesorgt. Das rollende R und das martialische Auftreten der Band sorgte dafür, dass die Band in einigen Augen als Nazis abgestempelt wurde. Für mich ist diese Band allerdings keine Faschistengruppe, sondern eher ein guter Comic, den man nicht immer allzu bierernst nehmen sollte. Hier sind Rammstein und Du hast. Rammstein und Du hast. Hier im Studio begrüßen wir gleich einen Mann, ohne dessen Wirken Bands wie Depeche Mode, The Human League oder OMD heute ganz anders klingen würden, beziehungsweise gar nicht existieren würden. Die Rede ist von Karl Bartos von 1975 bis 1990, ein Viertel von Kraftwerk. Heute geht er mit seinem Projekt Electric Music ganz eigene und für einen elektronischen Musiker recht ungewöhnliche Wege. Zuvor aber einer der größten Hits von Kraftwerk, den Karl Bartos auch komponiert hat und der von anderen Bands schon oft nachgespielt bzw. gecovert wurde. Das Model. Tout à l'heure, on va avoir dans le studio Karl Bartos. C'est un des quatre membres de Kraftwerk qui ont, comme je l'ai dit avant, révolutionné la musique. Il va venir ici nous chanter, je crois, dans le studio live Das Model. C'était un des plus grandes chansons qu'il a jamais composées. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehm sie heute gerne mit zu mir nach Haus.
Pathos an der Gitarre, für viele gestandene Kraftwerk-Fans sicherlich ein recht ungewöhnlicher Anblick. Schön, dass du hier bist, Karl. Ich glaube, für viele Musiker wäre es ein Traum gewesen, Mitglied von Kraftwerk zu sein und mit dieser Band Geschichte zu schreiben. Du hast die Band nach 15 Jahren 1990 verlassen. Was waren die Gründe für diesen Schritt damals? Naja, der Traum, der wurde zum Albtraum, als dann der Output nicht mehr da war in den 80er Jahren. Da habe ich mich halt gelangweilt und außerdem ein bisschen einsam gefühlt und wollte unter Leute kommen. Ja, ich glaube 1986 war das letzte reguläre Album, das ihr aufgenommen habt, das Electric Café Album. Und danach gab es nur noch die Mix-LP, an der du, glaube ich, auch zum Teil mitgewirkt hast, ne? Ja, bis 1990 doch schon mir die Finger blutig programmiert. Und es war einfach zu langweilig und da war der Wurm drin, da musste was passieren. Ich musste mein Leben doch dahingehend verändern und das habe ich dann wohl auch gemacht. 1993 hast du dann die erste LP deines neuen Projekts herausgebracht, Electric Music, zunächst noch mit Lothar Manteuffel von Rheingold, der war damals noch dabei bei der ersten LP. Die Klänge, die auf dieser Platte zu hören waren, erinnerten schon ein wenig an Kraftwerk. Ich dachte, hatte damals das Gefühl, dass es so eine Art Identitätssuche ist, aber die in dem Fall noch nicht abgeschlossen war. Zudem war es eine LP, von der man hätte denken können, dass es eine Kraftwerk-LP auch hätte für das Jahr 1990 oder für die 90er hätte sein können. Ja, es ist einfach so, wenn man mit 200 Sachen auf der Autobahn langfährt und dann tritt man in die Bremse, dann steht man nicht sofort, sondern man fährt einfach noch ein paar Meter weiter. Und das ist mir dann wohl auch passiert. Ich habe einfach das Naheliegendste gemacht und die Sounds und die Stücke, die ich eigentlich für Kraftwerk komponiert hatte, zu verwenden für mein Soloalbum. Und so ist es dann passiert. Im Nachhinein klingt es eigentlich heute immer noch ganz modern, das Album. Will ich ebenso sehen. Es gibt ja auch einige Parallelen zwischen dieser LP Esperanto, die 93 rauskam, und zum Beispiel deiner ersten Kraftwerk-LP, dem 75er-Album Radioaktivität. Auch auf Esperanto geht es um Informationen, um die Medien, um das Radio zum Beispiel, um das Fernsehen. War diese Parallelität ein Zufall oder wie bist du auf diese Thematik gekommen? Ja, wann war das? Radioaktivität? 77, glaube ich. Nee, es war 75. War 75, genau. Autobahn war 75 und dann 75 während der Amerika-Tournee dann Radioaktivität, meine erste Kraftwerkscheibe. Ja, 1990 wurde dann ja das Fernsehen entdeckt und entwickelt und wir leben halt in einer Gesellschaft, die vom Fernsehen dominiert wird und ich wollte halt eine Platte machen als Hauptthema über die Informationsgesellschaft. Und so ist es ein Konzeptalbum geworden über die Medien, über Überfluss an Informationen, Overdrive an Informationen, das Fernsehen, das Schaugeschäft schlechthin. Du bist ja auch ein Teil des Schaugeschäfts und ich ja auch, ein winzig kleiner. Und das hatte ich mir damals vorgenommen. Ja, von diesem Album sehen wir jetzt die Single TV. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Good evening. Good evening. Buenas noches, señoras y señores. Mesdames et messieurs, bonjour. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen. Electric Music und TV von dem Album Esperanto. Karl, das war zwar für viele Leute oder für viele Kraftwerk-Fans eine Überraschung, aber doch blieb das ein Album, was eigentlich stilistisch doch rein musikalisch von den Samples her eigentlich im Rahmen blieb. Eine wirkliche Überraschung ist die LP, die du jetzt aufgenommen hast. Electric Music, jetzt nicht mehr mit K, sondern mit C geschrieben. Was darauf zu hören ist, tja, das sind eigentlich mehr oder weniger richtige Gitarrenklänge. Ob sie gesampelt sind oder ob sie live eingespielt wurden, kann man nicht immer erkennen. Aber zumindest ist es rein stilistisch eine LP, die eher an neuere Bands wie Electronic erinnert oder durch Zitate überrascht von den Birds, von den Kings und von den Beatles gar. Wie kommt ein elektronischer Musiker mit einem solchen Renommee auch noch dazu, eine solche Platte aufzunehmen? Einfach ein ziemlich mutiger Schritt. Naja, erstmal würde ich Folgendes sagen. Eine Gitarre ist ein Stück Holz, da sind Stahlseiten drauf gespannt. Dann ist hier eine elektromagnetische Spule, die ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Und im Prinzip ist es halt auch ein Instrument wie ein Synthesizer. Als ich meine erste Platte gemacht hatte, rief mich aus Manchester Johnny Marr an und Bernard Zammler und baten mich vorbeizukommen, ein paar
elektronische Soundtracks zu machen. Und das endete halt damit, dass ich Gitarre spielend in der Ecke saß und mit Johnny Marr jammte. Die Gitarre ist das erste Instrument, was ich erlernte. Und dieser Sound aus den 60er Jahren war halt der Klang meiner Kindheit. Und so bin ich halt mit diesem Album, habe ich an den Sound meiner Kindheit angeknüpft. Und das musste ich einfach mal loswerden aus meiner Subdirectory. Und das ist halt damit passiert. Was vielleicht einige Leute nicht wissen, ist ja, dass du, bevor du bei Kraftwerk gespielt hast, auch ein Musikstudium, ein klassisches Musikstudium absolviert hast und davor in einer Beatband oder mehreren Beatbands gespielt hast, unter anderem auch mit Marius Müller-Westernhagen, glaube ich. Ja, ja, früher hieß das Beatband. Ja, der Marius, der war unser Sänger damals und wir hatten sogar ein paar Auftritte zusammen. Das machte man halt damals, in Schülerbands spielen, in den Aulas und... Wie denkst du, wird so der beinharte Kraftwerk-Fan eigentlich diese LP aufnehmen? Ich meine, das ist ja wirklich ein sehr, sehr mutiger Schritt eigentlich. Ich denke mal, dass es vielleicht von daher Probleme geben könnte, dass sag mal, die Gitarrenfraktion oder Leute, die diese Musik eigentlich gerne mögen, vielleicht etwas irritiert sein würden, dürften, weil halt irgendwie dein Name oder auch Electric Music auf dem Cover steht und es vielleicht gar nicht wahrnehmen könnten und der richtige Kraftwerk-Fan vielleicht eventuell sagen würde, das ist das aber eine komische Musik, die ich in dem Fall gar nicht erwartet hätte. Ist das für dich eine Chance oder ein Problem? Ja, beides grundsätzlich. Es ist halt so, dass von der sogenannten Elektro-Ecke mir die wenigsten Ressentiments entgegengeschlagen sind. Die Leute haben das einfach als das aufgenommen, was es ist, eigentlich Popmusik. Ich finde heutzutage, die Fragmentierung, die nimmt einfach überhand und man sollte eigentlich nicht mehr unterscheiden zwischen den einzelnen Kategorien und den Schubladen. Es gibt einfach nur Musik, ob die jetzt elektronisch hergestellt wird oder nicht, das ist mir ziemlich egal. Was bei der Platte auffällt, ist, glaube ich, deine im positiven Sinne kindliche Naivität und irgendwie die Spielfreude, mit der du diese Musik absolvierst. Ich denke mal, Leute, die das schon seit Jahren machen, wie gerade Electronic, wie Leute wie Johnny Marr zum Beispiel, spielen ganz anders Gitarre, nicht so einfach und nicht so direkt, weil sie gerade schon seit 10 Jahren diese Musik gemacht haben. Also würden zum Beispiel weit weniger normal und intuitiv E-Dur-Akkorde verwenden, so wie du es tust. E-Dur. Ja, ich hoffe, das ist der Fall. Also ich denke mal so, man muss sich, da gibt es diesen Spruch, dass man als Künstler sich immer wieder neu erfinden muss. Und ich denke halt auch, es ist nicht so langweilig, wie einen Stil in seinem Leben beizubehalten. Ein großes Vorbild für mich ist eben jemand wie Pablo Picasso, der halt ständig alle paar Jahre seinen Stil verändert hat, um halt sich selber auch noch zu motivieren. Er hat übrigens auch mal gesagt, wenn grün alle ist, nämlich rot. Und so ist das bei mir auch. Das nächste Album wird wieder völlig anders klingen. Ich werde Gitarren verwenden, werde Zitate wiederbringen aus aller Herren Länder. Und dann schauen wir mal. Ja, vielen Dank, Karl. Schön, dass du hier warst. Und all diejenigen, die noch ein offenes Ohr und einen offenen Geist haben, denen kann ich das neue Electric Music Album wirklich sehr empfehlen. Eine Band, die in den 90er Jahren, zumindest in der Elektro- und Gothic-Szene, einen ähnlichen Kultstatus hatte wie Kraftwerk in den 70er und 80er Jahren, ist ein Duo aus Deutschland, Deine Lakaien. Das ist Ernst Horn, ein Kapellmeister mit Diplom, und Alexander Veljanov, ein mazedonischer Sänger. Ihre Musik ist eine Mischung aus Klassik, Elektronik und dem Pop der 80er Jahre. Von Deine Lakaien, Mind Machine. D'écouter et de voir Deine Lakaien avec Mind Machine. En Allemagne, ils ont connu un grand succès dans les années 90, comparable un peu peut-être à celui de Kraftwerk dans les années 70 et 80. Ce sont deux musiciens complètement différents, comme on a pu le voir. D'un côté, un chef d'orchestre bavarois diplômé quand même, et de l'autre côté, un chanteur macédonien. Ce sont Ernst Horn et Alexander Veljanov qui ont créé un tout nouveau style avec un mélange de classique, musique électronique et de pop typique pour les années 80 plutôt. Et qui ont conquis beaucoup de cœurs ici en Allemagne et dans les pays aux alentours. Et elle est très belle, la voix d'Alexander Veljanov. Tu trouves pas, Eki? Oui, Sabine mag Alexander Veljanov sehr gerne. Ja. Übrigens auch der Deine Lakaien-Sänger Alexander Veljanov war übrigens auch als Solist Gast beim diesjährigen Cello-Festival. Und in der nächsten Ausgabe der Grenzwellen werden wir ihn auch als Solist sehen.
Eine Band, die mich beim diesjährigen Zillow-Festival zumindest optisch am meisten fasziniert hat, das waren Das Ich aus Bayreuth, eine der ersten deutschen Gothic-Bands. Ja, was wir gerade gesehen haben, war der Auftritt von Das Ich und neben mir sitzt Stefan Ackermann, Sänger von Das Ich, Bruno Kramm, der Keyboarder und Daniel und Dominik Sebald. Ihr habt ja gerade eine sehr erfolgreiche Tournee in Mexiko beendet und es ist ja generell so, dass sehr viele typisch deutsche Bands, wie zum Beispiel auch die Einschnitts Neubauten oder auch Bands gerade wie ihr, wie Das Ich, in Amerika sehr große Erfolge feiert, obwohl ihr eigentlich etwas typisch Deutsches verkörpert. Wie erklärt ihr euch diesen großen Erfolg in Amerika oder gerade auch in Mexiko? Also ist für uns manchmal auch schwer nachvollziehbar, woher der Erfolg kommt. Das hat sicher was damit zu tun, wie du schon sagtest, dass es so eine gewisse deutsche Schule gibt und ein gewisses Ringen der Amerikaner nach europäischer Kultur. Und dass natürlich gerade die deutsche Sprache prädestiniert, englische Sprache wirkt so wie aus dem eigenen Land. Aber die deutsche Sprache hat für die Amerikaner was sehr, sehr Europäisches. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Hauptgrund. Wir hatten einmal das Glück, dass wir sehr, sehr früh angefangen haben, uns um die Staaten zu kümmern, zu sehen, dass da ein großer Markt ist, genauso um Südamerika. Und deswegen starten wir zum Beispiel im Januar zu unserer dritten Tour in Vereinigten Staaten, werden dann auch noch in Südamerika touren, Argentinien, Mexiko. Woran es genau liegt, kann ich gar nicht sagen, weil gerade jetzt auch in Mexiko, wir werden so wenig danach gefragt, ja, wieso singt ihr eigentlich in Deutsch und um was geht's? Die Leute rezipieren die Musik mehr so wie bei uns das Publikum englischsprachige Musik. Es wird halt die Musik gefühlt, es wird getanzt und entsprechend ist in Amerika und in Südamerika weitaus mehr Action bei uns auch in Konzerten, weil bei uns in Deutschland die meisten Leute halt auch noch parallel versuchen, zur Musik den Text zu verstehen. Noch ein wichtiger Punkt, ihr habt ja eure Karriere begonnen unter diesem Etikett Neue Deutsche Todeskünstler. Wenn man den Auftritt heute gesehen hat, dann muss man doch sehen oder sagen können, dass ihr eigentlich sehr humorvoll seid mittlerweile und eine sehr große Portion Selbstironie besitzt. Würdest du das unterstreichen können oder willst du es genauso sehen? Man muss immer über sich selber lachen können, weil wenn man sich selbst sehr ernst nimmt, dann glaube ich, hat man viel zu viel Mauern vor seinen Augen, um die Welt wirklich zu erkennen, um was es wirklich geht, und letztendlich sollten wir uns ja alle miteinander zusammenpacken und viel Feten feiern. Ich habe glaube ich, jetzt zum 10. oder 12. Mal gesehen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe. Du hast bestimmt 6 Interviews miteinander. Ja, das ist richtig. Aber jedes Mal, wenn ich dich live auf der Bühne gesehen habe, hast du ein anderes Outfit, hast du eine andere Maskerade vielleicht. Suchst du
dass diese Elemente, die Farben und die Art, wie du dich gibst, wie du dich kleidest, spontan aus oder steckt da eine jeweilige Stimmungslage oder ein Konzept dahinter? Ja, also zum Großteil schon spontan. Also Konzept, sagen wir mal, vom Großen und Ganzen, wie es die Gestaltung auf der Bühne sein soll, wie mit unserer Bühnenkonstruktion ja auch. Das ist schon für jedes Album dann extra genommen. Aber jetzt zum Beispiel, dass ich das Schwarze jetzt habe, weil ich vorher viel Weiß auch getragen habe und dann ganz körperweiß geschminkt war, zum Beispiel letzte Show in Amiland, die letzte Tour, da ist mir einfach das Weiß ausgegangen und ich hatte vor der Show mit einem schwarzen Fotografen noch ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt und habe mir gedacht, warum bin ich eigentlich immer so eingebildet und nimm nur Weiß irgendwie, weil ich bin ja weiß, warum nicht auch mal schwarz, um da mal einen krassen Gegensatz zu starten, warum? Ja, das war dann so eine spontane Entscheidung, aber Planung ist da schon auch mit dabei, auf jeden Fall. Es war vielleicht auch insofern ein ganz guter Kontrast, weil ja sonst ja irgendwie abends meistens auftretet. Heute war es am Tag und da ist vielleicht auch schwarz irgendwie der gute Kontrapunkt dazu. Ja, was vielleicht, ja. Vielleicht auch eine Überlegung. Ja. Es gibt ja sehr viele Leute, die einen Auftritt von Das Ich noch mal als etwas Bedrohliches oder Gefährliches empfinden, auch aufgrund deiner sehr expressiven Performance. Nimmst du das eigentlich noch wahr, wie die Leute auf dich reagieren oder warum sie auf dich reagieren? Wie kommst du darauf, dass es einige als Bedrohung ansehen? Weil ich sehe viele Leute da unten immer und die lachen zurück irgendwie und die machen richtig mit, also die gehen auch gut mit. Es ist ein Mittelding, man. Es ist ja teilweise, hat ja auch was sehr Pantomimisches und auf der anderen Seite machst du das Publikum ja auch ziemlich direkt an und es hat schon auf viele Leute den Eindruck irgendwie, was ist das? Ja, es soll es ja auch. Es ist schon richtig so erkannt. Ja. Es soll schon ein bisschen schockieren, weil heutzutage ist so viel Horror auf der Erde und da muss man irgendwie sich schon wirklich was Krasses auch überlegen, dass man da auch ja, Anklang findet bei den Leuten, um dann mit den Menschen auch zu sprechen oder auch kommunizieren zu können irgendwie. Das ist. C'était. Comment il a fait, ce mec? C'était Das Ich de Bayreuth, un lieu célèbre normalement. Pour les festivals d'opéra et un groupe qui a vraiment fasciné Eki lors du Zillow Festival. Mais quand j'ai vu le chanteur, j'ai franchement pensé on devrait peut-être tous faire un régime. Hein. Eki, qu'est-ce que t'en penses là hein? Il est très très maigre ce mec et puis ça m'a fasciné aussi comment il était maquillé. Tu crois pas que ça t'ira bien? Le maquillage un peu bronzé, quoi? Je ne sais pas. Sabine fragt mich gerade, ob ich mich auch mal so braun anmalen würde. Aber ich glaube, das lasse ich lieber sein und lasse lieber das Weiß in meinen Augen. In den letzten Jahren hat sich eine fast unüberschaubare Zahl neuer deutscher Elektronikbands formiert. Viele von diesen Bands kleben noch sehr stark an ihren Vorbildern, wie zum Beispiel Depeche Mode. Aber es gibt auch einige Bands, die Idole schon recht bald aus den Augen verloren hat, die Scheuklappen abgelegt hat und zu einem eigenen unverwechselbaren Stil gefunden hat. So eine Band sind die Blind Passengers aus Berlin. Sind sie mit Jesus Christ. Blind Passengers avec Jesus Christ, c'est un groupe de Berlin-Est qui a été influencé par Depeche Mode, mais qui a très vite développé son propre style. Il n'y a pas longtemps qu'on n'imaginait pas que la musique alternative, électronique ou gothique allait figurer parmi les premières places dans les hit parades officielles au moins. Les premiers étaient Rammstein. Maintenant, on y trouve également des projets comme Deine Lakaien, Antoine, Project Pitchfork, etc. Et c'est également le cas pour Peter Heppner et Joachim Witt, qui récemment ont eu un numéro 1 dans les hit-parades allemands, qui s'appelle Die Flut. Merci Sabine. Noch vor einem Jahr war es kaum vorstellbar, dass deutsche Elektro- und Gothic-Künstler auch kommerziell derart erfolgreich sind oder sein würden. Rammstein haben den Anfang gemacht und auch jetzt ziehen Bands wie Deine Lakaien, Project Pitchfork oder AND1 regelmäßig ziemlich hoch in die deutschen Charts ein. Den Vogel abgeschossen haben allerdings Peter Heppner und Joachim Witt mit Die Flut. Dieser Song gelang sogar bis Platz Nummer 1 der Charts. Zu Joachim Witt braucht man nicht allzu viel zu sagen. Viele werden ihn noch kennen aus den 80er Jahren als neuer deutscher Welle-Künstler mit Hits wie Der Goldene Reiter oder Herbergsvater. Peter Heppner dagegen ist für viele Käufer von Die Flut ein eher unbeschriebenes Blatt. Dabei ist Peter Heppner in der Elektroszene schon seit Jahren kein Unbekannter mehr und hat mit seiner Band Wolfsheim schon viele Alben aufgenommen. Wolfsheim war noch eine der Attraktionen des Zillow-Festivals und eine gute Gelegenheit, Peter Heppner zu fragen, wie er den Erfolg von Die Flut verkraftet hat und ob er vielleicht nicht doch ein bisschen enttäuscht ist, dass ihm dieser große Zuspruch mit Wolfsheim bislang verwehrt blieb. Jede Spur von mir, die
unsichtbare Hand gibt es dort am kalten Firmament nicht auch den Stern, der du für mich verbrennt. Also so. So wie die ganze Sache gelaufen ist mit der Flut, wissen wir ziemlich genau, dass die ersten 20.000, 30.000 Leute, die Flut gekauft haben, sehr wohl Wolfsheim-Fans waren, weil das waren diejenigen, die das ganze Ding so angekickt haben eigentlich, die es so zum Laufen gebracht haben. Und das war ja auch zuerst, war es ja auch eine Indie-Sache, es war auch eine Indie-Platte, die ist auch also bei Strange Ways rausgekommen und von Indigo vertrieben worden. Und da war also kein Major dabei und Sony ist dann, oder Epic ist dann später auf den Plan getreten erst und hat das dann also richtig, richtig angefangen zu pushen. Und da waren wir aber auch schon richtig gut am Verkaufen. Also das ist so, das lief eigentlich durch die Wolfsheim-Fans an und ist dann von einer Menge anderer Leute angenommen worden. Aber du hast recht, die meisten Leute, die Flut gekauft haben, haben nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, dass es Wolfsheim gibt, aber ich glaube, die sind dann doch interessiert, mal zu hören, ob es da nicht noch irgendwie mehr von mir gibt. Und das ist, es ist schon so, dass wir schon so bekannt sind, dass man dann auch was erfährt. Also wenn man in den Plattenladen geht und sagt irgendwie, ja, hier und da gibt es da nicht noch irgendwas, mit dem Peter Heppner oder mit dem, der Flut gemacht hat und sowas, und dann wissen die Leute in den Plattenläden auch, dass sie dann Wolfsheim zeigen müssen, weil das eben ja eigentlich das viel, viel größere und viel wichtigere Werk ist, was da so steht, weil die Flut ist so eine Idee am Rande gewesen eigentlich. C'était Peter Heppner, le chanteur de Wolfsheim, avec Now I Fall. Et avant, on a vu Die Flut, ça veut dire en allemand la marée, en français plutôt. Et il chante là-dedans dans le refrain « Quand est-ce que la marée viendra m'emporter dans ses flots, dans un autre monde meilleur ?» Et je me demande ça aussi, parlant de flotte, je suis mouillée comme tout, on a très chaud ici, hein ? Ça y est, on va se revoir la semaine prochaine, en fait, avec des extraits de concerts avec Fields of the Nephilim. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et Lacrimosa. Lacrimosa aussi, oui. Also, ich versuche es nochmal auf Deutsch. Das eben, was wir gerade gesehen haben, das letzte Video, das war Wolfsheim mit Now I Fall, mit Peter Heppner, den man auch davor bei Die Flut gesehen hat, mit Joachim Witt. Und das war's fast schon. Das war die erste Ausgabe von Grenzwellen hier auf Arte. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder, unter anderem mit mehreren Berichten noch vom Zillow-Festival, unter anderem mit The Fields of the Nephilim und mit Lacrimosa, einem der kommerziell erfolgreichsten deutschen Gothic-Künstler. Und als kleinen Appetitanreger sehen wir von Lacrimosa zum Schluss live von dem Zillow-Festival das Stück Der brennende Komet. Stopp. Enchanté. Santé, ja? Pas enchanté, santé, c'est pas du Beaujolais Primeur, okay. C'est du sang, je crois. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagt. Ist das Blut? Prost. Oh, wer weiß. Mm-hmm. C'est du sang, c'est bon. Ich bin der lachende Trophäe, der eine Maske trägt.
Schlacht. Ich, Mann, betrete diese Erde, eine Kugel auf dieser steht ein jeder auf der Spitze. Vereinigung, es reicht es nicht das Gleiche. Hier ist es Wahnsinn zwischen Wort und Tat. Kein fremdes Herz hab ich mehr berührt. Kein fremdes Lächeln hab ich mehr